Hagen Burkhardt, wir haben heute wieder 5:0 gewonnen, im letzten Jahr 7:0 gewonnen gegen FV Diefeln. Liegt uns diese Mannschaft? Ja, zumindest mal im Heimspiel auf jeden Fall. Auswärts waren wir ja nicht erfolgreich, aber im Heimspiel ja, bin ich froh, dass wir es heute jetzt geschafft haben, ja, mit der Zeit dann wieder ja, eine konzentrierte Leistung auf den Platz zu kriegen, nachdem wir vielleicht ganz in der Anfangsphase ein oder andere Fehler unterwegs waren und haben uns dann aber stabilisiert. Das 1-0, das erste Tor, hat uns dann natürlich geholfen. War so ein Stück weit dann für das Selbstbewusstsein einfach wichtig, dass wir dann mit mehr Vertrauen wieder unterwegs waren. Und ja, waren dann einfach kontinuierlich beharrlich dran geblieben und haben das dann ordentlich gemacht. Ja. So wie die heute gespielt haben, ein 5:0, müsste auch doch die Mannschaft ein bisschen befreien, ein bisschen aufspielen lassen. Ja, das hoffen wir natürlich. Aktuell natürlich, die Belastung ist hoch, weil es war jetzt das dritte Spiel in den 7 Tagen. War ein schwieriges Auswärtsspiel in Auersmacher. Wir haben mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen. Ich denke, das geht aber wahrscheinlich dann alle Vereine so bei dem Programm, das wir haben. Und ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir das Wochenende gut regenerieren. Die Jungs sind da gewissenhaft und machen das auch ordentlich. Und dann, dass man das nächste Woche dann gut vorbereitet auf das Auswärtsspiel in Ludwigshafen. Die Laufbereitschaft war die Kritik des Trainerteams an der Mannschaft. Der letzte Schritt würde nicht gemacht werden. Das war heute, glaube ich, anders. Ja, ich glaube nicht jetzt Laufbereitschaft. Ich glaube so die Aktivität mit dem Ball. Wir waren in Auersmacher, waren wir ein bisschen zu ängstlich, ein bisschen zu statisch, ohne mit Ball gewesen. Ja, dann haben wir eigentlich ein aktiveres Spiel einfach eingefordert. Das war so das Hauptaugenmerk, was wir gesagt haben, dass wir aktiver und mutiger mit dem Ball spielen wollen. Und das haben wir gemacht, ja. Ich habe so das Gefühl, dass es dem FKP der Mannschaft immer noch schwerfällt, nach langen Regionalliga-Jahren hier selbst das Spiel aufzuziehen, so mit klassischen Mittelfeldregisseur, der das Spiel nach vorne bringt durch Kombinationen. Diefeln hat in der zweiten Halbzeit auch aufgemacht. Da hatten wir diese Umschalt, diese Kontersituation. Das scheint uns mehr zu liegen. Sicherlich ist das was die DNA von der Mannschaft über Jahre hinweg sicherlich auch war, dass man im kompakten Verbund verteidigt und gearbeitet hat und dann ja, nach Ballgewinn versucht hat, tief zu kommen und vor das Tor zu kommen, Abschlüsse zu haben. Wir sind in dem Prozess, um sicherlich uns dort auch zu verbessern. Und die Mannschaft will das, Trainerteam möchte das. Und da gibt es immer wieder gewisse Stellschrauben, wo dann an Nuancen gedreht werden muss und wird. Und wir sind da dran, damit wir uns so kontinuierlich stetig verbessern. Ich finde aber auch, dass wir, es ist natürlich immer so personalbedingt eine Geschichte. Und ja, ich denke, dass wir da auch Schritte nach vorne machen. Was mich jetzt auch heute gefreut hat, sehr gefreut hat, waren am Ende ja, die jungen Spieler, die reinkommen sind. Unsere, ich nenne es mal Jugendspieler auch zum Teil, die ja, befreit und ja, gut aufgespielt haben. Und natürlich auch wichtiger, dass Kevin Büchler getroffen hat. War für ihn persönlich, freut mich das einfach, weil er unheimlich fleißig war in der Vorbereitung, hat total geackert, hatte dann Pech mit dem ersten Spieltag, dass er sich in dem letzten Vorbereitungsspiel so kleine Zerrung zugezogen hatte. Und dann war es einfach zu großes Risiko für die ersten beiden Spiele. Und man hat ihm angemerkt, dass ihn das beschäftigt hat, weil er unheimlich gerne gekickt hat. Und dann war es halt heute, hat er ein tolles Spiel gemacht, hat super viel Ballgewinne gehabt, also Bälle geklaut und dann auch clever gespielt, das erste Tor toll vorbereitet. Und dann ist es für Spieler wie Kevin ist natürlich immer wichtig, dass er auch selbst noch trifft. Ja, und das hat geklappt. Ja. Tja, das wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen. Wir haben die Jungen und die Neuen hier heute gespielt. Du hast die Frage damit beantwortet und ich wünsche euch alles Gute für das nächste Auswärtsspiel. Es sind harte Wochen, die auf uns zukommen. Danke dir. Schuhstadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP.